Wir machen weiter mit einer Pflanze, die nicht nur winterhart ist, sondern die auch verdammt schön aussieht. Schlauchpflanzen oder Sarazenien. Und die kann man auch im Garten recht gut kultivieren. Gefunden haben wir Sarazenien in der Nähe von Leipzig in Markleberg. Es brummt in diesem Moorbeet. Und zwar laut. Sound of Summer heißt das bei den Freunden von Schlauchpflanzen, wenn Tausende von Fliegen tief unten in den Fangschläuchen um ihr Leben zappeln. Das Geräusch muss man mögen, wenn man fleischfressende Sarazenien im Garten hat. Rückblick. Vor 2 Monaten war es hier noch still. Mario Winkler macht sein Moorbeet sommerfertig. Die alten Fangschläuche müssen jetzt weg. In seinem Garten pflegt er alle 8 Sarazenienarten, die es auf der Welt gibt. Und die alle aus dem warmen Süden der Vereinigten Staaten stammen. Nichtsdestotrotz, das sächsische Wetter scheint ihnen auch gut zu bekommen. Die sind nach Gewöhnung alle winterhart, passen sich natürlich auch den natürlichen Gegebenheiten an. Man kann sie auspflanzen und da gibt es eigentlich überhaupt keine Probleme. Die Rhizome sind gut durchs Moos auch geschützt. Und haben dadurch einen natürlichen Schutz vor Frösten. Und da kommen die sehr gut durch den Winter. Der begeisterte Gärtner probiert immer mal was Neues. An einer Stelle hat er vor ein paar Tagen die Pflanzen abgeflemmt, statt sie zurückzuschneiden. Mal sehen, ob sie das vertragen. Wir haben hier mal versucht, den natürlichen Buschbrand zu simulieren, wie es auch in der Natur vorkommt. Und erhoffen uns davon, dass die Pflanzen besser wachsen. Und das haben wir auch gefilmt, wie die Pflanzen schön abbrennen. Durch viele Experimente ist Winkler nach und nach zum Experten geworden. Überall in seinem Kleingarten stehen Töpfe mit fleischfressenden Pflanzen. Auch das kleine Gewächshaus platzt aus allen Nähten. Hier vermehrt er seine Pflanzen durch Samen, was augenscheinlich gar nicht so schwer ist. Wie alle fleischfressenden Pflanzen vertragen auch die Sarazenien kein Leitungswasser. Sie müssen entweder mit Regen oder destilliertem Wasser gegossen werden. Ansonsten kann man sie behandeln wie normale Stauden. Auch das Teilen ist ganz einfach. Man kann die dann hier an diesen Wachstumspunkten ganz einfach auseinander abknacken und einzeln einpflanzen. So können sie dann wieder super austreiben. Und man kann sie super vermehren dadurch. Mittlerweile ist die Nachfrage nach seinen Pflanzen so groß, dass sich Winkler in diesem Jahr selbstständig machen konnte. Er verkauft die Pflanzen über seinen Online-Shop. Um mehr Pflanzen zu haben, hat er sich auch ein neues Gewächshaus dazu gemietet. Hier stehen nicht nur die 8 Ursprungsarten, sondern auch viele neue Züchtungen. Mit großen und kleinen Trichtern und mit ausgefallenen Farben. Winkler versucht, für alle Geschmäcker etwas zu züchten und erklärt, wie es funktioniert. Ich bestäube jetzt die Blüten, indem ich von der einen Pflanze den Pollen aufnehme, am besten mit dem Finger, und transferiere den Pollen dann auf die Narbe der anderen Blüte, das ist ein bisschen versteckt. Es gibt 5 von diesen Narben, die müssen alle bestäubt werden, damit die Samenkapsel viele Samen ansetzt. Was sich dann für Farbvarianten aus den Samen entwickeln, ist kaum vorherzusagen. Glückssache eben. Aber das macht auch den Reiz aus für Winkler und die große Gemeinde der Sarazenien-Fans. Was für eine aufregende Pflanze.